Herzlich willkommen zur Büchsenmacher-Quest Teil 20. Für die M1A braucht ihr ein 20-Schuss-Magazin. Das bekommt ihr bei Peacekeeper Level 3. Das Archangel Chassis bekommt ihr bei Mechanic Level 3. Die M14 Ultima M8 Abdeckung erhaltet ihr bei Mechanic Level 2 als Barter. Das Nightforce Zielfernrohr erhaltet ihr bei Jäger Level 4 oder Jäger Level 2 als Barter. Die IEA Zielfernrohrhalterung erhaltet ihr bei Jäger Level 3 oder Mechanic Level 2 als Barter. Ein Aimpoint Micro T1 Visier erhaltet ihr bei Peacekeeper Level 3. Die Aimpoint Micro Halterung erhaltet ihr bei Peacekeeper Level 1. Ein Holoson LS321 Multifunktionslaser bekommt ihr bei Skier Level 3. Die M1A SOCOM Mündungsfeuer und Gasblock Kombi bekommt ihr bei Mechanic Level 2. Die M1A Leapers UTG Halterung bekommt ihr bei Mechanic Level 3, Mechanic Level 2 als Barter oder Peacekeeper Level 2 als Barter. Und den AR10 Kompensator bekommt ihr bei Mechanic Level 2. Wenn ihr alle Teile daran verbaut hat, schaut, dass die Waffe wieder über 60% Haltbarkeit hat und ihr könnt sie bei Mechanik abgeben. Wenn euch das Video geholfen hat, lasst mir gerne ein Abo da und wir hören uns bei Teil 21. Vielen Dank fürs Zuschauen.